Hallo Leute, ich habe heute wieder meine Glossy Box bekommen, sehr früh für den Oktober. Ich zeige Ihnen gerade die Produkte, aber ich muss noch was dazu sagen. Das wird jetzt erstmal die letzte Glossy Box sein, weil ich die letzten zwei Mal vom Inhalt eigentlich enttäuscht war. Erstens mal sehr günstige Produkte. Und zweitens mal fast keine dekorative Kosmetik. Naja, dann fangen wir an. Gekommen ist sie wieder in so einer Verpackung. Da ist das Glossy Magazin oben gelegen. Dann fangen wir mit den Produkten an. Einmal haben wir hier von Pixi ein Augenbrauen Serum durchsichtig. Ich fand das nicht im Heft, deswegen weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, das ist zur Pflege der Augenbrauen und ja, ist auf jeden Fall durchsichtig. Das sieht man hier jetzt nicht richtig. So vielleicht. Das ist das einzig wirklich teure. Oder ein zweites teures ist auch noch dabei. Was das genau ist, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, es ist ein Pflegeserum. Ich habe mir zwar durchgelesen, was es ist, aber es ist mir auch danach nicht wirklich klar. Das soll man so aufbrechen und dann kann man es verwenden. Fürs Gesicht, Dekolleté und Hals. Ich glaube Pflege oder irgendwas, was glänzt. Keine Ahnung. Das ist auch recht teuer. Aber es ist auch von Babo. Die haben teure Produkte. Dann kommen wir jetzt zu den eher wenig teuren Produkten. Eine Tuchmaske. Teebaumöl. Die Marke sagt mir gar nichts. Warte. Ist neu. Da steht. Ja, ich kann die Marke nicht erlesen. Aber vielleicht ihr. So sieht sie aus. Dann haben wir hier das Einzige, was ich wirklich gut gebrauchen kann. Eine pH-neutrale Handcreme von Moomismade. So. Die riecht nur ganz wenig, aber angenehm. Das ist das Einzige, was ich behalten werde. Oder vielleicht auch das Shampoo. Das hier ist. Aber Coco sagt mir nichts dazu und darf. Das kostet halt auch nicht viel. Aber kann man verwenden. Und das letzte Produkt ist ein Duschgel. Ein veganes Duschgel von Kamine, wenn man das so ausspricht. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist vegan und ist ein Duschgel und das werde ich vielleicht auch probieren. Ja, das waren alle Produkte, die in der Glossy Box Oktober drin waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es wird jetzt für eine gewisse Zeit die letzte gewesen sein, weil ich einfach nicht mehr so überzeugt davon bin. Aber sonst waren schon oft gute Sachen drin. Naja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder Tag oder wann immer auch.
Tschüss, eure Ines.